Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein Thema, was viele von euch betrifft oder in Zukunft betreffen wird, und zwar die elektrische Lenkradverriegelung. Das heißt, jedes Fahrzeug, das eine elektrische Lenkradverriegelung hat, wird irgendwann damit ein Problem bekommen. Und in diesem Video besprechen wir, wie man das Problem löst, was das Thema kostet und wie man präventiv vielleicht diese Problematik aus dem Weg geht. Die elektrische Lenkradverriegelung besteht aus drei Komponenten. Wir haben die elektrische Lenksäule, wir haben das Motorsteuergerät und wir haben die Wegfahrsperre. Diese drei Komponenten laufen synchron. Irgendwann gibt es Probleme damit. Und um das Problem zu lösen, zumindest für ein Jahr, denn so lange gibt BMW Garantie auf das Ganze oder auf deren Lösung, muss man die Lenksäule, das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre tauschen. Die Problematik kostet dann, die Lösung kostet 3.000 Euro und hält nur minimal oder beziehungsweise maximal ein Jahr. Danach wird das Problem in jedem Fall wiederkommen. Interessanterweise gibt es Premium-Modelle, wie zum Beispiel den 7er, den X5, den X6, des gleichen Baujahres ohne elektrische Lenkradverriegelung. Das heißt, bei den Premium-Modellen hat sich dieses System von vornherein nicht bewährt. Das heißt, nur bei den normalen Fahrzeugen haben die das verbaut. Und deswegen haben die auch ständig damit Probleme. Deswegen haben wir eine Lösung gefunden, um das Problem für immer zu lösen. Wir können euer Fahrzeug so modifizieren wie die Premium-Modelle. Das heißt, dass die elektrische Lenksäule nicht mehr auf und zu geht. Die ist permanent geöffnet. Die Wegfahrsperre und die ganzen Komponenten des Fahrzeugs sind weiterhin funktionsfähig. Wir bespielen keine ausgedachte Software, wir manipulieren nicht, sondern es gibt eine Lösung im Konzern, die funktioniert und die nachhaltig ist, und die wenden wir auch an. Damit das Problem gelöst wird, brauchen wir von euch drei Sachen. Einmal das Motorsteuergerät, das sitzt im Beifahrermotorraum in dem Bereich hier. Und in einem Kasten. Wir brauchen die Wegfahrsperre, die sitzt Fahrerseite Kniehöhe, hat zwei Stecker, einen großen, einen kleinen, und wir brauchen einen Schlüssel. Pause. Manchen Fällen ist die Lenksäule schon verriegelt. In dem Fall ist es natürlich schade, dann müsst ihr uns die gesamte Lenksäule entweder zuschicken oder ihr seid handwerklich begabt oder habt eine Werkstatt in der Nähe, dann können wir euch ein Anleitungsvideo schicken, wie man das Ganze entriegelt. Wenn nur die Lampe an ist, dann solltet ihr schnell aktiv werden, solange die Lenksäule noch offen ist, und den Stecker ziehen. Das heißt, die Lenksäule ist so verbaut und hier habt ihr einen vierpoligen Stecker, den müsst ihr abziehen, solange das Lenkrad noch frei ist. Dann schickt ihr uns die Sachen zu, wir bearbeiten das Ganze, schicken das am selben Tag, wo wir das bekommen, solange es, sagen wir mal, vormittags ist, an euch wieder zurück, ihr baut alles ein und alles funktioniert. Habt ihr ein Fahrzeug, wo ihr sagt, ich fahre das Auto sicherlich noch 4-5 Jahre, dann kann man überlegen, ob man das Thema präventiv löst. Dann kostet das preislich nur die Hälfte. Ihr müsst uns nichts von den Sachen zuschicken und wir können das Thema für immer beseitigen, weil irgendwann wird das jeden treffen. Und meistens ist das leider so, dann muss man auf das Auto verzichten, wenn man das am meisten braucht. Schreibt gerne eure Kommentare in die Kommentarsektion. Teilt gerne das Video, damit auch andere wissen, was es so für Möglichkeiten gibt. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst gerne ein Like. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.